Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Ruf Lehrer, ich lebe in Berlin. Bin ich der Überbringer der schlechten Nachricht? Was meinen Sie dazu? Gar nichts? Oder sagen Sie, naja, das könnte schon sein. Angenommen, es wäre so. Es ist so. Okay, dann hat das Konsequenzen, nicht wahr? Denn der Überbringer der schlechten Nachricht bekommt immer, ne? Muss ich jetzt nicht weiter ausführen, oder? Also, wenn ich von Menschen gemobbt werde, wenn ich von Freunden böse Mails bekomme, warum ich denn dies und das und jenes nicht tue, dann ist die kurze Antwort darauf, Sie haben mir nicht zugehört. Sie haben mir von Anfang an nicht zugehört. Sie haben nicht mit mir gesprochen. Sie haben nicht mit mir diskutiert. Nein, ich weiß gar nicht so genau, was in diesem Menschen vorgegangen ist. Ob sie jetzt wirklich geglaubt haben, dass ich mich hier irgendwo in einem Labyrinth verirrt hätte. Nein, aber ich folge keinen Populisten, die für komplexe Probleme einfache Lösungen propagieren, die so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin Lehrer, das heißt, ich diskutiere offen. Transparent. Ich schmeiße ein paar Fakten in den Raum und selbstverständlich dürfen diese Fakten überprüft werden. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, das, was der da gesagt hat, das ist ja alles Fake News. Das, was der da gesagt hat, ist ja alles rechts. Was der da gesagt hat, das wollen wir gar nicht hören. Was der da gesagt hat, ist populistisch. Wisst ihr was? Das ist alles falsch. Das ist alles kein Unfug, das ist Dummfug ist es. Ja? Und das erleben wir jetzt hier schon 2 Jahre. Es gibt da also so ein paar Trottel, die haben ihre Hirne nicht mehr eingesetzt seit 2 Jahren und die meinen jetzt, die Welt regieren zu können. Mit einer Spritze oder so. Können sie nicht. Und vor allen Dingen können sie nicht verordnen, dass man aufhört zu denken. Genau das ist mein Job. Menschen zum Denken zu ermutigen. Und nicht das Gegenteil. Und deswegen mache ich bei diesem populistischen Schwachsinn, der uns da untergeschoben wird die ganze Zeit, von Anfang an nicht mit. Und es wird allerhöchste Zeit, Leute, dass die Hypnose vorbei ist. Die Massenpsychose, was auch immer. Es gibt keinen Grund. Ich glaube, ich rede mal lieber nicht weiter hier, sonst schaltet mich YouTube noch ab. Ja, YouTube ist auch so ein Fall von Dummfug. Tut mir leid, das aussprechen zu müssen, aber eine Plattform, die es nicht ermöglicht, dass sich intelligente Leute miteinander unterhalten können, ja, in Form einer konstruktiven, faktenbasierten Debatte. Das geht gar nicht. Das erinnert an finsterste Zeiten, jawohl, in Deutschland. Schönen Tag noch. Wissen Sie was? Nach dem 6. Peaks sind Sie sicher. Vor Omikron. Ja, wahrscheinlich auch gegen Schnupfen. Weil demnächst kommen ja irgendwelche Kombi-Impfungen. Ja, gegen Flurona, habe ich gehört. Flurona, Flu wie Schnupfen, ja.
Und ja, wisst ihr was? Diesen Quatsch muss niemand glauben. Und in Zukunft wird man nicht glauben, dass sie so etwas jemals geglaubt haben. Und in noch fernerer Zukunft bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass selbst sie nicht glauben, dass sie das in der Vergangenheit jemals geglaubt haben. Und dann werden sie nach Ausreden suchen. Ja, wie soll man denn das auch rechtfertigen, dass man so etwas mal geglaubt hat? Mein Gott, es sind schon verrückte Zeiten, nicht wahr? Schönen Abend.